I don't believe. I don't believe, sagt ein dänischer Investigativjournalist zu den Ergebnissen der Nord Stream-Ermittlungen und zur Andromeda-Segeljacht-Theorie. Ich habe auch neue Dokumente des High Court of Justice, was die Nord Stream-Versicherung angeht, und weitere Details. Damit herzlich willkommen bei Politik mit Kopf. Es ist jetzt der dritte Versuch, hier dieses Video aufzunehmen. Der Teufel steckt im Detail. Vielleicht ist es auch der Zensor, der nicht mag, dass ich das hier nochmal für euch zusammenfasse. Es ist hier wirklich bezeichnend, es passiert. Der junge Mann von eben am Anfang, der I don't believe gesagt hat, der kommt gleich nochmal im Video. Jetzt kommen erstmal die Dokumente des High Court of Justice aus London. Wie ihr wisst, wenn ihr meine Videos regelmäßig verfolgt, gibt es ja einen Gerichtsprozess in naher Zukunft zwischen der Nord Stream AG als Kläger und der Lloyd Insurance und der ARC Insurance als Versicherer der Nord Stream 1 Pipeline als Beklagte. Und jetzt ist hier inzwischen ein weiteres Gerichtsdokument öffentlich geworden. Es ist unterzeichnet am 17. Mai, also vor knapp 2 Wochen. Es geht hier um den ersten Schriftsatz, den ich euch schon mal im Video gezeigt hatte. Hier ist jetzt die Antwort quasi der Gegenseite. Und es geht hier um technische Fragen, um einzelne Paragraphen aus der sehr umfangreichen Versicherungspolice. Es geht hier jetzt noch gar nicht um die eigentliche Theorie, auf die man sich dann vor Gericht stützen würde. Es geht hier gar nicht um das Wort der Regierungsbeteiligung aktuell, sondern es geht um gewisse einzelne Paragraphen und da gab es wohl einzelne Fragen dazu, wie diese zu werten sind. Da werden auch Fragen geklärt, wann der Bauprozess gestartet ist und wann er beendet wurde. Allerdings sehen wir, dass es hier doch jetzt in zeitnahen Abständen zu neuen Schriftsätzen kommt und dass die Justiz hier in England anscheinend noch willig ist zu arbeiten oder fähig ist zu arbeiten. Willig sind die in Deutschland ja teilweise auch, nur sind sie nicht fähig, sie sind unfähig dazu. In jederlei Hinsicht teilweise unfähig. Und jetzt ist hier das Dokument unterschrieben von den Anwälten und ich habe mir das Ganze durchgelesen. Es ist jetzt vom Inhalt her, man kann sich hier jede Seite durchlesen, allerdings ohne die Ursprungspolice zu haben, sind dann die Bezüge auf hier Paragraph 10.6 oder 10.4 immer schwierig nachzuvollziehen für den Außenstehenden. Jetzt gibt es allerdings noch den netten Mann von eben hier. I don't believe. Ja, wer ist dieser Mann hier? Manche von euch werden ihn vielleicht kennen. Er ist Bo Elkjær von der linken dänischen Tageszeitung Information. Also, wenn ihr so wollt, von einem Pendant der Taz in Deutschland. Und er beschäftigt sich schon seit 2 Jahren eben mit diesem Angriff oder diesem Sabotageakt auf die Nord Stream Pipelines. Er ist hier auch der Meinung, Zitat, es war ein vorsätzlicher Akt der Sabotage. Die Einsilbigkeit der Behörden ist auch deshalb bemerkenswert, weil das Seegebiet rund um die Insel Bornholm gut überwacht wird. Östlich der Insel sind regelmäßig Schiffe und Flugzeuge der polnischen, dänischen, schwedischen und auch deutschen und russischen Marine unterwegs. Er hat jetzt hier noch die Amerikaner und die Briten vergessen, die da aufgrund von NATO-Manövern auch öfters unterwegs sind, auch im genannten Zeitraum der Tat. Dieser linke dänische Journalist hat hier auch Fotos bestätigt bekommen von russischen Schiffen. Und zwar die dänische Marine hatte 4 Tage vor den Explosionen die Schiffe in der Nähe eines der Tatorte beschattet und dies dem Journalisten hier bestätigt. Demnach existieren 112 Fotos der russischen Schiffe, die aber nie veröffentlicht wurden. Am Ende wisse die Öffentlichkeit nicht viel über die Ermittlungen, sagt der dänische Journalist, obwohl die Polizei, mehrere Abteilungen des Geheimdienstes und auch die Streitkräfte mit dem Fall befasst waren. Und hier seht ihr mal wieder, wie linkes Framing funktioniert. Es wird hier von Fotos von russischen Schiffen gesprochen, obwohl in 2 Sätzen zuvor er selbst davon gesprochen hat, dass es auch polnische, dänische, schwedische und deutsche Schiffe gibt. Was jetzt die Russen hier besonders herausheben soll, dass sie hier ausschließlich die Schuldigen sein sollen. Also es dem Russen in die Schuhe zu schieben, ist genauso dämlich, wie es dem Amerikaner in die Schuhe zu schieben. Denn egal wer von beiden das getan hätte und wäre dabei erwischt worden, die öffentliche Bloßstellung, die ist gigantisch. Die ist gigantisch. Aber beide sind in der Lage, sich zu verteidigen, militärisch, wenn es rauskäme. Und das ist in meinen Augen genau der Knackpunkt. Am Ende nur derjenige, der sich militärisch verteidigen kann, auch mit Atomwaffen würde ich sagen, kommt hier überhaupt als staatlicher Täter in Frage. Denn jeder andere würde ja Selbstmord begehen. So wie jetzt aktuell unsere Andromeda-Theorie mit dem Segelboot und den Ukrainern. Da ermittelt man ja also weiter, die Ermittlungen dauern an, aber es geht nicht weiter. Also die Ermittlungen dauern an, aber es gibt keine Ermittlungsergebnisse. Und die normale Theorie zwischen uns würde wahrscheinlich sein,
Da man bei den Ukrainern festhängt und es keinem Russen ans Bein binden kann, lässt man es dann jetzt einfach versauern und versanden und irgendwann dann einstellen? Denn hätte man hier irgendeinen Beleg dafür, dass diese Leute aus der Ukraine mit diesem Segelschiff eigentlich in russischem Auftrag gearbeitet hätten, dann hätten wir die Leute ja schon längst angeklagt. Also, da sind sich ja in Deutschland alle einig, dass wenn man denn einen Täter dingfest machen kann, ihn auch unbedingt vor Gericht stellt, sagen sie zumindest. Und ich vermute einfach, man kann hier nicht die richtigen Täter dingfest machen. Also im politischen Sinne die richtigen Täter. Jetzt hat sich aber dieser Journalist eben geäußert mit I don't believe. Und zwar eben zu genau dieser Story. Das mit dieser Segeljacht. Dass das so nicht gelaufen sein kann. Und da können wir mal kurz reinhören. Er beschreibt das. You had the Andromeda sailing out of Rostock on September 6th. Von Anfang an, er macht das auf Englisch. Ich habe mir das mehrfach angehört und genau studiert. Er kommt hier am Ende zu einem Ergebnis. Das ist kurz zusammengefasst. Ich gebe euch das mal hier im Original. So that narrows it down very and could you sail around to these sites and perform four complicated dives at that depth from that vessel on that single day? I don't believe. Er sagt hier nochmal, wenn wir alles, was wir wissen über diese Segeljacht-Theorie zugrunde legen, ja, angefangen bei dem schlechten Wetter in der Ostsee, 3 Meter hoher Wellengang, das kleine Schiff, die komplizierten Tauchgänge, 4 einzelne Tauchgänge, ja, und dann die Route, die man zurücklegen muss, dass das 70 Kilometer auseinander waren, diese Tauchspots, und dass von den ganzen Bedingungen und der abgefahrenen Route her am Ende ein einziger Tag übrig geblieben wäre, an dem man diese ganzen 4 Tauchgänge hätte absolvieren müssen. Und er sagt, I don't believe. Er glaubt das nicht. Und ich glaube das auch nicht. Jetzt ist allerdings in der Weltwoche auch noch ein Artikel aufgetaucht hinter einer Bezahlschranke, leider, ich kann ihn euch nicht zeigen, in dem jetzt ein anderer Zeuge behauptet, dass diese Andromeda-Segeljacht mit diesen Leuten da drauf eine Tarnoperation des CIA gewesen sein soll. Also, das halte ich ja für noch abstruser, als dass es der Russe selbst gewesen ist. Denn wenn die CIA eine Tarnoperation macht, dann nehmen sie ja nicht den, der am Ende nicht der Schuldige sein darf. Also hier, warum nimmt man dann Ukrainer? Also wenn die CIA eine Tarnoperation hier durchgeführt hätte oder hat, dann hätten sie bestimmt auch ein paar Tschetschenen oder so gefunden mit einem russischen Pass, die das gemacht hätten. Also, naja, ich bin da skeptisch. Ich setze am meisten darauf, dass hier bei dem Prozess der Versicherung in London weitere Details und Beweise ans Tageslicht kommen, denn dem Richter einfach nur zu sagen, it's more likely than not, es ist wahrscheinlicher, als dass es nicht der Fall ist mit Regierungsbeteiligung. Das ist eine sehr schwache Begründung, die wahrscheinlich nicht ausreicht, um den Zahlungsanspruch hier richterlich auch feststellen zu lassen, dass die Versicherung nicht bezahlen muss. Allerdings frage ich mich, was inzwischen beim öffentlich-rechtlichen Staatsfunk denn los ist, was passiert ist, dass man hier so kritisch auf einmal zu Nord Stream sein darf. Offiziell ist es das Thema mit der höchsten Geheimhaltungsstufe. Es gibt nichts, was geheimer ist in diesem Land. Also selbst unsere NATO-Defender-Übung hat eine niedrigere Geheimhaltungsstufe. Gefühlt ist es hier neben dem L'amour toujours von Sylt das nächste, wo hier die nationale Sicherheit in Gefahr ist. Das andere, das Lied, der Sommerhit, der wird ja jetzt zur Staatskrise heraufbeschworen. Ich komme nochmal mit meinen SINA-Laptops. Die Bundesregierung hat inzwischen bestätigt, dass ihr mehrere SINA-Laptops fehlen und sie nicht wissen, wie viele. Aber sie wollen wissen, dass der von Jan Masalek in Berlin abgeholte Laptop keiner von ihren ist. Da sie nicht wissen, wie viele ihnen insgesamt fehlen, ist die Frage ja sowieso, woher sie wissen wollen, dass Jan Masalek einen anderen hat. Das ist spannend, aber hier wird auch wieder verwiesen, die Beantwortung unterliegt der Geheimhaltung, das Staatswohl ist gefährdet, die nationale Sicherheit ist gefährdet und es liegt keine Freigabe von ausländischen Nachrichtendiensten vor. Genau so läuft das in diesem Land. Wenn jemand hier zur Gefahr für die öffentliche Sicherheit wird, dann wird einfach der Maulkorb verpasst. Und die größte Gefahr für die öffentliche Sicherheit ist inzwischen diese Regierung selbst, denn wenn man sie auf ihre Fehler anspricht, dann ist auf einmal das Staatswohl gefährdet. Ich bin dann wohl ein Staatswohlgefährder für Olaf Scholz,
denn ich habe herausgefunden, dass unserer Regierung mehrere Laptops fehlen und das, obwohl niemand in diesem Land an diese Laptop-Story geglaubt hat. Ich bin gespannt, wie lange es dauert, bis ich endlich Unterstützung bekomme von alternativen YouTubern, von Fabio De Masi oder von anderen, die Interesse haben, an diesem Thema weiterzuarbeiten. Denn dieser Spionageskandal aus Österreich, es ist der größte der Republik Österreich seit Bestehen dieser Republik, der wird am Ende auch Auswirkungen und politische Konsequenzen in Deutschland haben, auch wenn das aktuell niemand hören und sehen möchte. Ich bin gespannt auf deine Meinung, auch zum Thema Nord Stream. Schreib mir unbedingt einen Kommentar unter dieses Video und abonniere meinen Kanal, dann verpasst du keines der nächsten Videos. Damit bis bald.